Herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Beim letzten Mal haben wir uns mit den Hexen hier rumgeschlagen und versuchen jetzt eine Strategie, indem wir eine Illusion beschwören. Besser gegen diese Hexen anzukommen. So, da Jenny jedes Mal ganz viele KP verliert, müssen wir sie mit Celica heilen. Okay. Katria muss auf jeden Fall aus der Range der Bogenschützen raus. Das war knapp. Wie weit kann sie denn? Oh, gar nicht weit. Okay. Wie viel Resistenz hat sie? 5. Nicht so nice. Okay. Versuchen das jetzt mal so. Ha, das war ja eine richtig sinnvolle Teleportierung. Sehr schön. Das, was ich mir erhofft habe, trifft schon mal zum Teil ein. Die Hexen gehen auf die Illusionen los. Stark. Die Illusionen können sogar ein bisschen was abziehen. Nicht schlecht. Stark, stark, stark. Die Illusionen haben nämlich null Resistenz. Dadurch werden sie vermehrt angegriffen von den Hexen. Okay. Die Arkane müssen wir auch aufpassen. Ich weiß gar nicht, was sie denn mehr Feuer hat. 3 Kraft und Miasma auch 3. Okay. Hexen sind etwas gefährlicher. Wie weit ist denn seine Range? Ich überlege jetzt, ob ich Celica heile. Diese Hexen sind schon ein bisschen gut. Naja. Er kann sie im Moment eh nicht angreifen. Was soll schon passieren? Sie ist relativ safe. Sie können wir heilen mit Vorrat. So, 10 mehr vielleicht. Bisschen wenig. Gut, dann nehmen wir einen Hering. Speisefisch. Allenthalben in Valentia verbreitet. Ach man, ich wollte doch gar nicht tauschen.
Starschwert. Tausch. Essen. Okay. There we go. Leon goes in. Okay. Jetzt haben wir keine Bogenschützen mehr, das ist sehr nice. Ja, so lassen wir es. Ja, die Illusion könnte er von mir aus echt kaputt machen. Ja, so ganz safe sind wir immer noch nicht, aber sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt haben wir immerhin noch drei von diesen Illusionen rumstehen. Okay, 70% Treffer. Was ist denn mit ihm hier? 90%. Das muss doch funktionieren. Yes. Sehr schön. Okay. Ach, echt jetzt? Wir können ihn nicht besiegen. Kann sie ihn denn besiegen? Ja. 80%, das muss reichen. Sehr schön. So, sie hätte jetzt auch nicht so die Wahnsinnsresistenz. 6 Verteidigung. Lassen wir mal lieber da oben. Sehr schön, Sonja greift uns nicht an. Das ist natürlich sehr nice. Nicht übel. Hoho, die Illusion ziehen. Achso, ich dachte, das war Sonja. Das wäre echt krass, wenn sie Sonja 5 abzieht. Okay. Also ich hoffe sehr, dass meine Taktik einigermaßen aufgeht.
Celica 15. Wie viel kann ich denn Sonja eigentlich abziehen? Nicht sehr viel. So, 82%. Sehr schön. Achso, sie ist das mit Langspeer. Schwierig. Ich warte wohl lieber noch eine Runde. Aber ihn hier können wir zumindest schon mal rausnehmen. So, und bitte nicht Celica angreifen. Oh oh. Yay. Ja, das sah auf jeden Fall schon mal schlechter aus. Aber ihr seht schon, so leicht ist das Kapitel nicht. Ich weiß nicht, ohne Anrufung wäre es echt schwer. Jetzt muss ich aber Celica wirklich mal heilen. Und um jeden Preis müssen wir jetzt Sonja loswerden. Ich frage es nur wie. Es wäre natürlich schön, wenn er jetzt mit 5% Kritter kritischen Treffer dann auf trifft nicht mal. Ist natürlich nicht so nice. Sie kommt auch nicht bis dahin. Ich weiß nicht, wie viel kann der Celica angreifen? Nur er? Ist aber auch doof, dass da niemand hinlaufen kann. Ah, sie kann hinlaufen. Vielleicht bekommen wir ja ein bisschen Unterstützung. Was kann ich denn jetzt alles auswählen? Ist ja der Wahnsinn. Okay. So, jetzt muss eigentlich nur Celica überleben, die nächste Runde. Please! Yay! Das sieht doch gut aus. Stark! Jetzt sollte das Kapitel relativ einfach werden. Die ganzen Magier sind raus. Und sie. Ah, sie haben immerhin noch 10 Angriff. Okay, kommt er denn schon einigermaßen da hinten an?
So, jetzt volle Attacke. Natürlich jedes Mal ärgerlich. Da, 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 da. So, dann können wir Celica auf ihn hier loslassen. Hey, wo lebt's? So, und May. Ah, sehr nice. Bringt das nicht so wirklich was. Sehr schön. Auch dieses Kapitel geschafft. Also, falls ihr auch mit diesem Kapitel Schwierigkeiten haben solltet, am besten mit Jenny beschwören. Dean hat sich zurückgezogen. Ja, das heißt, wir können jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr rein. Und es geht direkt zu Kriegszitadelle. Diese alte Festung liegt an der Küste im östlichen Teil Sophias und dient Kriet als Stützpunkt, von wo aus er Raubzüge, was? Orchestriert. Von mir aus. Jetzt kommt bestimmt wieder Story. Grief, Boss! That girl and her band of idiots are here! What the hell are the rest of the men doing? I need them here to fight! It doesn't look like they're moving, Boss. What? Damn it! So I've been betrayed, have I? Just go out there and crush this stupid girl all by myself. Das könnte auch nochmal ein schwieriges Kapitel werden, schätze ich mal. Wird auf jeden Fall gut bewacht. Diese Bogenschützen werden bestimmt auch mega nerven. Aber da wird uns schon was einfallen. Okay. Was ist mit ihm hier? Komischer Typ. Würde ich doch sagen. Schicken wir Waba nach rechts. Kann sich um den kümmern, sofern keine Hexen sich teleportieren. Thank you.
Okay. Well, looky here. It's Sophia's Crown Princess. Ain't you just fancy? How? Who told you that? Well, let me think a second. Who could it have been? You know what? It don't matter. Fact is, I owe you my thanks. While you royals were lounging about, ignoring your own kingdom, I was becoming a very rich man. You people turned Sophia into a place where only the strong survive. Hell, now it's the spitting image of Regel itself, don't you think? You may think yourself something fine, but your days as a predator are done. Okay. Und das werden wir dann im nächsten Part sehen. Vielleicht kommen wir sogar so weit, ihn zu besiegen. Bis dann, tschüss.